Neuer Stadionblock, wir gehen auf das Barcelona-Derby, Barça vs. Espanyol. Heute fliege ich mal vom Frankfurter Flughafen aus los. Denn die letzten zwei Tage war ich in Köln beim Fußballturnier von Trimax und jetzt seht ihr einige Highlights davon. Heute sind wir dabei beim großen Kick von Trimax in der Lanxess Arena, Freunde. Vor knapp 10.000 Zuschauern werden wir Fußball spielen. Minibar habe ich auch schon geplündert auf Max seinen Nacken. Und wen haben wir dort hinten, Freunde? Tone! Deine Haare sind nachgewachsen, gell? Ja, ich habe jetzt keinen R9-Frisur mehr. Nice. Wir haben gerade eben einen Podcast aufgenommen, deswegen hat Tone noch hier vorbeigeguckt. Diese Schuhe, Digga. Erinnere mich mal kurz. Ich hatte die an mit 15 in der C-Jugend noch. Ja. Die sind einfach 11 Jahre alt. Und heute werde ich damit Mark Eggers pannen. Mark Eggers. Der Markenbotschafter Nummer 1 ist natürlich auch ein Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mit den Jungs befreundet bin, Freunde. Jetzt Real Talk. Ich war immer zu geizig, mir irgendwie so eine Tasche zu holen von so einer großen Luxusbrand oder so. Fragen ja viele. Aber die Ski von Elevate, Digga, die rock ich ja jetzt sowas von gerne. Und die Jacke, Freunde, ist richtig, richtig dick. Ja, wirklich ein Praline. Oh, hast du gerade Kaugummi ausgeschmissen dafür? Lecker? Ah, oh, Brettsprung. Oh, Digga, wie hätte ich das vergessen können? Okay, komm. Das Hotel ist aber echt nice, gell, Tone? Das ist voll gut. Medi? Hellblau. Ach, da draußen, Digga. Ja. Alter, was hast du für Adleraugen, Tone? Auge. Medi? Meisterschütze. Mit ihm habe ich ja schon bei Meli Geller Cup zusammen im Team gezockt. Freunde, das wäre echt krass. Ich habe Summer Games gewonnen bei Eli, dann Eli Geller Cup im Audi Dome. Wenn ich jetzt noch den großen Kick gewinne, das wäre echt funny. Stehen da direkt ein paar Jürgenbürger vom Hotel, die uns abfangen. Ah ja, gut, smart. Er sagt einfach Glückwunsch mit Messi, so als ob ich Weltmeister geworden bin. Geil. Okay, ciao Jungs, gell? Ciao. Oh, Bro, hier, back to back. Sagen, auch mein Mate. Flying Uwe auch am Start. Was geht, Bro? Alles gut? Tim, ey, lass dich mal drücken, Digga. Also, dich habe ich ja 1000 Jahre nicht gesehen. Wie geht's? Ja, super. Wie in der Schule sind wir jetzt hier unterwegs. Okay. Servus, hallo, hallo, moin, moin. Ah, Ernesto Valverde. Ey, Ripas, Alter. Was geht? Oh, Digga. Wie Profis, Freunde, fahren wir jetzt hier in die Katakomben hinein. Von der Lanxess Arena, let's go. Abu, ja. Du hast mich hochgenommen mit diesem Chili-Chip. Nein. Alter, ihr seht wahrscheinlich bei ihm auf dem Kanal im Blog. Ich hatte so Bauchschmerzen, weil er mir irgend so einen Chip gegeben hat, wo auf der Rückseite von der Verpackung RIP drauf stand. Ich dachte, kein Problem. Welchen Chip meinst du? Das ist der Chip? Den habe ich gestern Abend gegessen. Und wir sind Mitspieler, Leute. Er hat mich einfach außer Gefecht gesetzt. Ich hätte den einen Team-Gegenspieler geben müssen. Hier ist das Zimmer von Marc Geber, Monte und Conny Winkler, die Moderatoren. Aha. Schiedsrichter? Ah ja. Hey, war. Hier sitzt der war, Leute. Und da ist der Main Character. Das geht, Max. Danke für die Einladung, Lee. Players Launch. Okay, schauen wir mal an. Hier können wir dann nachher Snacks holen. Wir pflanzen uns erstmal jetzt hin. Übrigens, vor 2 Tagen bin ich 26 geworden. Danke für alle Glückwünsche von euch auch auf Insta. Aber ich habe heute eigentlich einen viel spezielleren Tag. Und zwar mein 10-jähriges YouTube-Jubiläum. Genau am 29. Dezember 2012 habe ich mein erstes Video hochgeladen. Das war aber damals ein paar Tage online. Dann habe ich sofort gelöscht, was so peinlich war. Hey Leute, herzlich willkommen zum 100-Abonnenten-Special. Wie du davor angekündigt habt, mache ich einen Killduell gegen den Marcel Scorpion. Vielen, vielen Dank, Leute. 10 Jahre YouTube, Wahnsinn. Rumatra! Du bist leider nicht bei mir im Team, ne? Ey, dein Bart sieht übel nice aus, ne? Hast du den getrimmt? Eigentlich mache ich noch immer so Bartöl und so rein, aber jetzt, ich habe mich nicht mal geduscht heute. Ja, sieht trotzdem fresh aus. Dankeschön. Ja. So Leute, wir machen jetzt das erste Mal einen kleinen Rundgang. Ah, okay, von hier laufen wir dann ein, das ist quasi der Spielertunnel. Oh mein Gott, Leute. Geil, das sieht gerade aus mit dem Licht dann. Ja, da werden wir zocken drauf, herrschlich. Marc, du Frechwatz, bist du bereit? Guckt euch mal an, wie viele Scheinwerfer hier auch seitlich von den Spielfeldern sind. Alter, nee. Boah, geil. Wir spielen wahrscheinlich als Doppelspitze im Sturm. Bro, wenn du vorstellst, mach ich mit dir zusammen ein Spiel, okay? Ja, hey, wir komm. Haben denn damals Marcelo und Ronaldo, wenn wir so sind, dann spielen wir so. Ich weiß, was du meinst. Marc, spielst du heute eigentlich auch? Ach, du bist heute kein Moderator? Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mit rechts oder links schieße. Okay, geil. Uwe ist bei mir auch im Team. Bei ihm habe ich Hoffnung, weil er Kondition hat. Hast du eine fette Anzeigetafel auch da oben? Oh, was ist hier aufgebaut? So XXL Fußball-Kicker. Breitenberg ist unser Franz Beckenbauer, unser Libero. Wir hatten so lustige Gespräche gestern Abend. Kann man nicht erzählen, aber sehr korrekter Typ. Wir werden gerade die ersten Testaufnahmen gemacht. Ganzen Zuschauer werden aber bald auch schon reingelassen. Wir sind alle zusammen in einer riesigen Kabine, 3 Teams. Uiuiuiuiui. Welche Farbe haben wir? Oh, ich weiß nicht, Barterei. Ich muss mir ganz schnell die Nummer 10 sneaken, Leute, solange die hier Besprechung haben. Okay, Freunde, hier oben sind die Namen markiert. Sascha. Let's go. Hast du Nummer 7 oder was? Ey, Digga, ey, warte. Wo ist deine Nummer? Da ist mein Platz, Leute. Ist ja alles wie bei Profis aufgebaut, auch mit Getränken. Bruder, welche Nummer habe ich? 10.
Ich hab 5, Annie. Los geht's. Wer hat denn die 10 bei uns? Ich nehm die weg, Digga. 6. Nummer 9, okay, das passt aber. Brecher Benzema vorne bei uns. Aber du hast die 9. Ist gut, oder? Ja, ist gut. Ich fühle mich so wie damals im Fußballverein, noch schnell die Trikots sneaken. 8, okay, 8 nehme ich schon mal, so Iniesta von damals. Als ob wir keine 10 haben, Digga. Ich hoffe, du willst ein Formular ausfüllen. Doch, ich habe geschrieben, ich möchte 10, ich krieg 5. Ey, nee, ich habe langsam Miesbock, gell? Auch nochmal, Alter. Bro, ich muss WM-Titel verteidigen, ja? Ich glaube, solche Stutzen hatte ich das letzte Mal an in der E-Jugend. Wo man den Fuß hier so dazwischen schiebt. Uiuiui, endliches Essen da. Sandwiches hier, so kleine Salate. Oh, Digga, das sieht ja nur. Oh, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, die Käse mit Nudeln davor. Ja, das liegt richtig schwer im Magen. Dann trägst du so 2 Kilo Käse in deinem Bauch. Voll, ja. Ein paar Burgies noch reinpfeifen. Okay, komm. Pancakes! Ey, die können doch nicht Pancakes hier hinlegen vorm Fußballspielen, Leute. Das ist, also, Digga, Stumme, was hast du die gemacht, oder was? Ist doch mal eins. Alles gut. Ist gut, nimm nur noch einen. Komm, ein bisschen Auen hier. Komm. Okay. Nein, ich muss fit sein. So, Leute, jetzt machen wir endlich Warm-up. Ja, Sturmwaffel. Oh, gute Annahme. Was ist hier? Besprechung. Revi auch im Start. Amar am Stitte. Oida, was war das? Roberto Carlos oder was? Max mit der Nummer 10. Entspannt. Komm, schieß es mal deinen Torwart ein. Ei, oh. Spendi auch mit der 10. Ey, ich hab einmal die 10, ja? Ja. Und eigentlich habe ich die 99 angegeben, dass ich die 99 haben wollte oder die 32. Tim Gabel mit der Flanke. Spielt ihn rein. Und Schwammix Bruder. Oh, ey, das ist doch der Frechfratz, der hier im Finale verloren hat. Weil ich ey, Bro, im Finale hast du den nicht so gut gemacht, ne? Ich will nicht mehr drüber reden, okay? Nico ist sich die ganze Zeit nur am Dehnen. Der macht nichts anderes. Ja, aber das müssen wir später auch machen. Ja, ja, ist wichtig. Ist aber auch wirklich wichtig. Ey, was geht? Komm, Spendi! Oh, das ist ein schwacher Fuß. Das ist eine Ansage. Nicht schlecht. Alle sind hier schon am Start. Hey. Nice. Hey. Ich habe auch schon ganz ein B-Reel machen. Ein B-Reel? Kein Problem. Mach mal. Messi, Messi, Messi. Jawohl. Das ist meine Kurve. Ich nehme den Ball von Trimix weg. Antwort wohl, Ball klauen hat nicht geklappt. Achso, okay. Auf wen? Romatra! Ui! Uwe ist bei uns im Tor anscheinend. Oh! Ey, Nico, das war. Achso, Spendi. Nico, schießt du mal! Jo, ich kann es nicht. Warum? Du lehnst immer deinen Körper nur nach hinten. Körper nach vorne, Ja. Ey, der war ja okay! Nein! Technik ist okay. Kevin, du bist im Tor, oder was? Ich hab so schlecht geschossen, dass sie mich ins Tor gestellt haben. Oh, scheiße. Machst du nichts. Bei uns im Team ist übrigens auch Phoebe. Sie ist der Allrounderin. Und sie hat gesagt, sie macht im Finale... Verrückt. Ich zeige euch jetzt ungelogen den besten Einzelspieler dieses Turniers. Pietro Lombardi. Mein Bruder, wie geht's dir? Wo hast du gespielt in der Jugend genau nochmal? KSC, Bruder. KSC, bis U19. Ja. NLZ-Spieler, Freunde. Aber ich bin auch schon 30 und 30 Kilo schwerer, ne? Safe Call, hast du noch Technik? Also safe. Beobachte mich, ja, der nächste Special Guest. Extra angereist aus Berlin, um mich zu supporten. Das geht mit dir. In knapp 15 Minuten geht's los mit dem ersten Spiel. Gegen euch? Ehrlich? Ich bin jetzt gegen einander, Tim. Ja, ja, wirklich. Ja. Rohat, auch als Unterstützung gekommen. Ja. Wir sind gleich das erste Team, was reinlaufen wird in die Arena. Wir sind alle ready. Das sind die Gesichter kurz vor. Unser Torwart Breitenberg. Phoebe, die Stürmerin, eiskalt vom Tor. Nee, Cristiano. Medi ist Sergio Ramos und das ist Casemiro. Isa, wir spielen als erstes gegeneinander, gell? Ja. Aber du bist schon einmal mindestens auf dem Feld. Vamos carajo, Argentina. Oha, sieht richtig geil aus mit dem Raum. Wir holen uns den Back-to-Back. Hey. Hey, hey. Alter, Freunde, ist schon ein geiles Gefühl, in diese Arena hier reinzulaufen. Platz ist auch überragend, fühlt sich gut an. Leute, ich kann es euch leider nur so zeigen. Ich muss es hier abfilmen. Das waren meine ersten Ballberührungen beim Turnier. Und jetzt achtet mal auf den Ton. Oh, jetzt gibt es die ersten Sprechchöre.
So viele in der Arena haben einfach so Messi, Messi, Messi geschrien. Richtig geil. Leute, ich sag's euch ehrlich, wir haben jedes Spiel knallhart verloren. Also es gab echt nicht viele Highlights. Aber ich habe ein Tor gemacht und das seht ihr jetzt. Hier habe ich zum Beispiel das zwischenzeitliche 1-1 erzielt gegen Inscope im Tor. Die Arena hat am Anfang gar nicht gecheckt, dass da drin war. Jetzt achtet auf mich natürlich, darauf auch ein Messi-Jubel nicht fehlen. Zack. Und jetzt seht ihr auch nochmal in der Wiederholung den strammen Schuss. Papp. Ging auf jeden Fall clean rein. Kam auch richtig geile Lichteffekte, wenn man ein Tor erzielt hat. Sah richtig cool aus. So Leute, welcome back in Frankfurt. Und oh mein Gott, Leute, schaut mal, was gerade eben für eine Meldung kam. Offiziell von Fabrizio Romano und das ist eine gute Quelle. Der Deal ist so gut wie durch zwischen Cristiano Ronaldo und Al Nassr und er wird nach Saudi-Arabien wechseln. Ich bin schon ein bisschen traurig, Freunde. Also wirklich auch als Messi-Fan, dass jetzt seine Legacy so ein Ende findet, weil ich dachte wirklich, er wird noch in Europa ein bisschen weiter spielen und noch weiter ein bisschen an seinem UCL-Torrekord schrauben. Aber okay, Ronaldo muss natürlich niemand mehr etwas beweisen, aber er hat sich jetzt halt nochmal für das Riesengeld entschieden. Vor allem, wie werden wir dann seine Spiele verfolgen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dann extra irgendein Anbieter saudi-arabische TV-Rechte holt, nur weil es Cristiano da kriegt. Ja, ich glaube, man muss dann irgendwie so arabische Beijing Sports oder so abonnieren, damit man weiter ihn ein bisschen verfolgt. Aber ich fühle das irgendwie gar nicht, ne? Keine Ahnung, Leute. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Vamos carajo, ich hab so Bock, Leute. Wie lustig sind bitte hier diese Bilder teilweise geworden. Im Hintergrund Honeypool, Sascha neben mir, ich mit dem No-Look-Pass, Jonas Ems versucht ihn zu blocken und hinten ist Nico im Tor. Und Tom neben dem Tor ist auch am Vloggen. Geil. Boah, den geht gleich los. Ich guck noch nebenbei hier Liverpool gegen Leicester. Während dem Tipp werde ich jetzt schön Auge machen, Freunde, weil Real Madrid spielt jetzt gleich gegen Valladolid und die sind ja nur 2 Punkte unter uns in der La Liga-Tabelle. Das heißt, sie können jetzt vorübergehend für eine Nacht an die Tabellenspitze springen. Auge, 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 Auge. Ich bin gelandet in Barcelona, ich check mein Handy und das Erste, was ich sehe, ist, dass Cristiano Ronaldo nun auch selber auf Instagram seinen Wechsel verkündet hat. Am Ende des Tages, King bleibt King, aber es ist trotzdem so traurig, Digga. Wieso hat er das denn jetzt gemacht? Leute, ich sag's euch, Messi wird jetzt safe auf seinen UCL-Torrekord und so knacken. Ich dachte ihm, das ist halt schon ein bisschen wichtig. Hola, buenas noches. Moin, buenas noches. Al doble Uber Hotel, por favor. Ich hab so Bock auf diese Stadt, Derby. Das ist mein allererstes Mal und das erste Spiel nach der Fußballweltmeisterschaft. Man sieht sogar von hier aus schon auf unser Hotel. Dort hinten ist es das berühmte Rehotel. Uiuiui, ich hab so Bock drauf, Freunde, hier die nächsten 3 Tage zu übernachten. Ich war hier schon mal, aber da habe ich nicht gevloggt für euch. Matti landet übrigens morgen früh und wir werden hier auch zusammen Silvester feiern. Ich werde auch noch einen zweiten Vlog hier aus Barcelona hochladen, Freunde. Sind noch ein paar coole Sachen geplant. Seid gespannt, was auf euch zukommt. Digga, geht das hier nach oben. Wir checken uns erstmal ein, dann gibt's eine Rundtour. Zack, hier geht's bis zum 25. Stockwerk und unser Zimmer ist auf der 11. Etage. Oh mein Gott, Freunde, dieser Ausblick hier ist jedes Mal so nice. Vor allem tagsüber wird das dann so reinscheppern, weil hier ist ja direkt das Meer. Komplett roter Flur hier. Ich bin so kaputt, Freunde. Ich habe so wenig geschlafen in den letzten 2 Tagen, weil wir gestern nach dem Trimax-Turnier noch bis 8 Uhr morgens feiern waren. So, okay, hier ist mein Room. Karte rein, zack. Boah, richtig geil, direkt da unten mit der indirekten Beleuchtung am Bett. Hier haben wir das Badezimmer, solche fetten Türen. Links dann eine riesige Dusche. Ja, Matti, da sehe ich uns. Rechts die Toilette. Ja, erstmal Schuhe ausziehen, gemütlicher so. Haben wir hier noch einen großen Spiegel. Ey, diese Jacke, die hält so warm, Leute. Ihr wollt nicht meine Achsel sehen, die sind so durchgesweatet. Ah, okay, man kann hier noch mit dem Vorhang so zuziehen, damit man den anderen nicht direkt beim Duschen rausgehen sieht. Ja! An diesem Beistelltisch befinden sich auch zahlreiche Snacks, kann man sich gut bedienen. Bartelmann ist auch am Start, ich werde safe auch in den Spa-Bereich gehen, der ist hier auch mega in dem Hotel. Hier hat man noch so eine Cappy geschenkt bekommen und noch Minibar auch mit sehr vielen Getränken. Room Service ist auch angekommen, danach geht's direkt schlafen. Oh, was ist das für eine kleine Portion? Ich habe so Hunger. Das ist so oft in solchen Hotels, Freunde, man bestellt etwas. Die Paste kostet 18 Euro und dann habe ich so 3 Häppchen. Ich sag's euch aber, wie es ist. Schmeckt bombastisch. Guten Morgen, Leute. Ich muss euch unbedingt etwas zeigen. Passt auf, das ist so geil. Zack. Jetzt werden die Vorhänge aufgeschoben. Und diese 10 von 10 Aussicht. Digga, oh Leute, es sind einfach 18 Grad hier in Barcelona am 31. Dezember. Hier wird dann nachher Matti schlafen und chillen und diese View genießen. Er landet in wenigen Minuten und dann treffen wir uns direkt am Stadion. Es ist das allererste Mal für ihn als Hardcore-Madridista im Camp Nou. Die Laune geht direkt so nach oben, wenn man wieder diese wunderschönen Palmen sieht. Ich liebe sie.
Oh ja, da, überall so schön. Boah, am helllichten Tag sieht das Hotel aber auch übersick aus. Dort hinten haben wir auch eine Einbuchtung vom Hafen. Oh, die Berge. Ah, Leute. Ja, Vitamin D tanken, das tut wieder so gut nach den kalten Tagen in Deutschland. Es ist auch gerade fast windstill, keine Nebengeräusche. Es gibt auch eine tolle Nachricht bei Barca, und zwar sind alle Spieler das erste Mal in dieser Saison endlich zur Verfügung. Die ganzen Verletzten sind zurückgekehrt, vor allem über Araujo und so freue ich mich extrem. Hola, buenos dias. I can't look for her. Es ist einige Monate her, als ich das letzte Mal hier war, im besten Stadion dieser Welt. Ich hole mir zum Frühstück schnell ein Brötchen, Freunde, hier in dieser Bar Frankfurt. Erstmal eine Bratwurst gönnen, schmackhaft. Jetzt bin ich aber mal gespannt. 9 von 10 hätte ich jetzt nicht erwartet, sehr geil. Den Hut fühle ich aber sehr, den er aufhat. Hey, Jungs, was knapp? Habibis. Na, guten Rutsch, ne? Okay. Ui, das ist der Feuerwerkskörper. Komm, wir gehen nochmal schnell hin, Digga. Da werden ein paar Sachen gezündet. Barca! Es ist so ungewohnt. Spät ist einfach Silvester und es ist so warm hier. Hey, was geht, Digga? Alles klar? Servus. Hoi. Ich bin auch echt gespannt, wie hitzig es heute werden wird, weil es ist ein Stadtderby. Es ist vielleicht nicht ganz so krass wie Atletico gegen Real, aber trotzdem. Alter, was ist da hinten los? Da kommt irgendein Marsch an. Ich glaube, es ist irgendeine Hardcore-Fangruppierung von Barca. Aber alle holen die Handy raus, dann mach ich auch. Die nächste Rakete schon mal gezündet. Ui. Wir müssen heute unbedingt wieder gewinnen, damit wir wieder an die Tabellenspitze springen. Real hat ja gestern Abend gewonnen. Tradition Barcelonista steht auf dem Banner. Matti ist nur noch wenige Meter von mir entfernt. Ich habe ihn gerade eben live schon geschickt. Natürlich mit Messi-Profilbild, Leute, auch in WhatsApp. Ich habe den WM-Gewinn immer noch nicht realisiert. Habibi, welcome to Barcelona. Na, komm. Gracias, sí, ciao, ciao, ciao. Matti, hast du dich verlaufen oder was? Ich bin hier im Hexenkessel. Aber jetzt mal Real Talk, Leute. Auch wenn man Real Madrid-Fan ist, muss man einmal hier gewesen sein. Dieses Stadion ist Geschichte. Ich war doch noch nie irgendwo außer Polen, Deutschland. Ich war noch nie eine Palme gesehen. Ich hab noch nie ein Meer gesehen. Du warst noch nie am Meer. Ich war noch nie im Urlaub. Bruder, das wusste ich nicht. Ich hab noch geschrieben gestern. Bruder, dann, das, wenn du später das Zimmer siehst, das wird dir nicht gut gefallen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, du warst noch nie allgemein im Barca. Boah, Leute, ich mein's ernst. Ich krieg mir jetzt schon wieder Gänsehaut, weil ich einfach nur daran denke, wie Matti gleich sich fühlen wird, wenn er das erste Mal ins Stadion blickt. Das ist so der krasseste Moment. Da hat einer auch Argentinien-Trikot an. Fühl ich sehr. Nice. Small, wenn ich einmal laut schreien würde. Nee, mach das bitte nicht. Ich wollte einen Dreieck bekommen. Aber war das ganz, nein, ganz, 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 ganz schlechte Idee. Nein, das kannst du hier nicht machen, ehrlich. Du kannst eher ins Bernabeu gehen mit Barca-Trikot als mit Real-Trikot ins Camp Nou. Die Madridistas sind ein bisschen chilliger drauf, Bro. Wenn du so einen Hardcore-Polé erwischst, nicht gut. Puta Espanol! Was sind die Espanol-Fans? Es gibt in Spanien nicht so diese Auswärts-Fan-Kultur. Es sind ganz wenige nur da bestimmt. Können wir ein Foto machen? Das geht erst, ja, nochmal. Barca gewinnt safe. Wie viel? 3-0. 3-0. Ich denke 4-0 Barcelona. Ich sag 2-1. Ich glaube, es ist ein bisschen enger, aber wir gewinnen. Ja, hey, Jungs, guten Rutsch euch allen, gell, Spieler? Danke, tschüss, tschüss, ciao. Ich wollte Matti gerade eben freudig die schönste Seite zeigen im Camp Nou und ich sehe das. Es wurde einfach hier schon richtig viel abgerissen. Ich weine.
Nein, egal Bro, es ist immer noch so Urzustand fast. Hast du den aktuellen Stand gesehen vom Bernabeu? Es ist fast fertig. Einfach ansprechen, Jungs, nicht schüchtern. Ja, ja, natürlich. Geiles Oldschool-Trikot, Bro. Ist von 2012, 2013, gell? Richtig. Hast du immer noch? Nein. Schade. Ich hab das wirklich nicht mitbekommen. Das ging auch komplett bis hier nach oben. Es fehlt so viel. Nein, mein Herz. Wir gehen jetzt ganz schnell noch in den Fanshop, Freunde, weil ich will jetzt endlich mal das Eintrikot kaufen. Ich habe es schon 6-7 Mal probiert zu holen. Von hier kann man sogar schon ein bisschen auf die Tribüne gucken. Das ist ja normalerweise gar nicht so. Polizeiaufgebot hält sich eigentlich in Grenzen, also ist noch alles ziemlich ruhig hier. Wir sollten Glück haben und das Trikot ist endlich verfügbar und nicht mehr ausverkauft. Ui, sogar mit einer speziellen Bedruckung hier. Barca gegen Espanyol, 31.12. Tienes uno de Pedri o Lewandowski en L? L no queda. No? Meine Größe gibt es nur ohne Namen hinten, aber wir können nachträglich danach im Spiel das beflocken. Matti ist so ein Ehrenmann, er schenkt mir einfach das nachträglich zum Geburtstag. Das hat hier so richtig spezielles Material, kann man schön zum Joggen oder so anziehen. Ja. Mein Bauch nehme ich langsam kommt, ich muss echt wieder anfangen. Ich bin startklar, es ist gerade irgendein Security-Problem. Es geht schon 15 Minuten los, das Spiel, aber wir sind immer noch nicht reingekommen. Die Leute stehen immer noch massig an vor dem Stadion. Ja. Das kann doch nicht sein, dass kurz vor Anpfiff immer noch so viel hier los ist. Hauptsache jetzt in den letzten Minuten haben sie einfach alle durchgelassen, ohne mehr abzutasten, ohne Sinn. Komm, Matti, wir müssen es bald, damit wir die Hymne noch hören. Was weiter sind jetzt? 18 Gate. Schau mal, die laufen auch schon alle. Hier ist der Eingang. Wir sitzen rechts vom Präsidentenbruder auf Haupttribüne. Ja, ja. Nur das Beste für meinen Real Habibi. Warte, Bro, ich muss deine Reaction aufnehmen. Erster Blick, warm mal aus. Was sagst du, Bro? Allianz Arena, würde ich sagen, gell? So, wie es wird, das eine. Aber es fehlt gar nicht so viel, es sah viel, viel mehr kaputt aus. Auf geht's, Leber! Ich will heute wieder Tore sehen, von dir auch Fatih, Habibi! Oh, guter Pass! Gavi, Gavi! Schöne Ballade! Oh! Erste Aktion des Spiels nach 5 Minuten. Leute! 1-0 für Barca nach der Ecke! Weil mein Handy gefreezt ist, ich raste aus, Digga. Ich wollte gerade zur Ecke die Aufnahme starten. Egal, Freunde, es werden noch weitere Tore fallen. Oh, Gavi, stark, Bruder, sehr gut. Komm weiter, auf Rafinha. Oh, Pedri. Stopp nochmal ab, zurück auf Gavi. Und Rafinha. Ja, gute, gute Bewegung. Immer noch ein Ball, bis es passt. Sehr gut spielt der Kopf, Fatih, zeig, was du kannst. Sieht auch sehr spitzig aus, erste Minuten. Immer noch am Ball. Ja, 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 gut. Komm, weiter, weiter, Jungs. By the way, Freunde, bei Espanyol spielt auch ein Ex-Barca-Spieler hier, Braithwaite. Aber sehr ehrlich, Plätze von hier. 10 von 10, gell? Das sind auch mein Lieblingsplätze im Stadion. Schön, Pedri. Schön, Leber! Seitwechsel, sehr gut, Junge! Ich sitze aber auch gerne so hier bei der Nordkurve, weil dort ist halt die beste Stimmung. Fatih, ja! Oh! Hey, Ansu Fatih, ole, ole! Ja, Rafinha, starkes Dribbling! Oh! Schade! Gut gemacht, Brasileiro! Obrigado! Erkennt ihr den Chili, Freunde? Matheus Lausch. Der hat bei Argentinien gegen Holland gepfiffen bei der WM. Deswegen wird auch ganz sehr viel gepfiffen. Er ist nicht der beliebteste in Spanien. Muss ja auch nach dem WM-Spiel vorzeitig abreisen aus Katar. Oh, fast das 2-0. Wieder Leber. Anne Küsten. Lol, Leute, die Barca-Fans singen gerade argentinische Fangesänge. Leole, cara dia te quiero más. Soy Argentino. Ja, weil die Messi sein WM-Titel feiern. Endgeil. Ich bin Argentinier. Ich kann nicht aufhören. Dieses Gefühl. Alba rettet den noch. Hopp. Barça! Barça! Gavi Balleroberung und Lewandowski mit der Hacke und Gavi auf Rafinha. Hintermann, Ansu. Ja, schön. Komm, Ansu. Dale! Gelbe Karte! Matthäus, gib mir voll die gelbe Karte. Jetzt
Fotoschüsse auch zeigen wieder. Ah, jetzt will er erstmal Xavi machen. Ja, gibt es Umarmung, okay. Wie kann das kein Geld sein? Da brauchst du schon bei uns. Schon wieder lächerlich. Kommt irgendwie glücklich durch und der Pass ist sehr, sehr stark. Obacht. 1-1. Boah, Glück gehabt. Ecke für Espanyol, Leute. Erste Riesenchance für den Gastmannschaft. Rafinha. Oh. Oh, was? Ich dachte, der fällt noch rein. Oh, was ein Zuckerpasta. Schade, Pedri. Und Grievalen. Dani. Es ist Halbzeit, ich denke, Barca wird gleich in der zweiten Hälfte noch deutlich mehr auftreten. Inshallah sind wir viel mehr Tore noch. Ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Und zwar bei meinem Sponsor Display gibt es eine klasse neue Rabattaktion, wirklich zum neuen Jahr. 1-3 Displays gibt es 22% Rabatt über meinen Link. Also noch kein Code eingeben, wird automatisch vom Warenkorb abgezogen. Und ab 4 Displays gibt es sogar 38% Rabatt. Es gibt auch richtig viele neue, coole Designs, vor allem jetzt Messi mit dem WM-Pokal. Boah, muss unbedingt ein paar Displays noch bestellen davon. Oder hier auch ein paar allgemein von der ganzen argentinischen Mannschaft. Natürlich gibt es noch andere Millionen Designs, nicht nur Fußball. Ob es eure Lieblingsautos, eure Lieblingsfilme, eure Lieblingssänger. Ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Die Displays werden geliefert mit einem integrierten Magnetsystem. Dann könnt ihr ohne Abdrücke das ganz simpel an der Wand befestigen. Für jedes Display ist es sehr, sehr hochwertige, coole Metallposter. Link ist oben in der Videobeschreibung, Freunde, über meinen Link. Support ihr mich natürlich auch. Ich sehe immer noch so kaputt und verschlafen aus. Ey, Marc Eggers, wenn du das siehst, du hast mich auseinandergenommen in Köln. Er kam immer so zwischendurch vorbei. Ja, also komm, ex bitte mit mir noch ein Bierchen und so. Und dann kannst du ihm nicht Nein sagen. Mann, egal, heute dann noch Silvester genießen, Freunde, und dann erstmal Pause. Man macht es jetzt auch warm. Ich hoffe, der nimmt seine gute WM-Form auch mit nach Barca. Boah, Rafinha kriegt die Kugel noch. Komm on. Oh Mann, das muss schneller gehen. Das ist zu lange gewartet, oder? Boah, kriegt er doch noch. Lever behauptet die Kugel. Körper rein, ja. Okay. Rückzug. Ja! Oh, eine gute Ablage. Lass mal probieren, Bro. Hast du Salz genommen? Auch schon wieder 6 gelbe Karten in unter 60 Minuten. Dieser Schiri, ich verstehe ihn nicht. Hat er noch. Sehr stark gemacht von Alonso. Oh, Robert! Oh, Robert hat so gute Hackentricks drauf. Schöne Dreieckskombination. Komm, nochmal durch. Ah, ja! Oh. Schau, wie gut der Melee ist, Mati. Das ist schon ein anderer Modus als Rafinha oder Fati, ich sag's doch! Ah, trotzdem super gemacht, Dembélé. Weiter! Sa supportes! Sempre ti animare! Ale, ale! Ale, ale, ale! Jetzt macht die Stadion mal ein bisschen auf! Elfmeter? Ey! Los! Was für Elfmeter? Was laberst du? Niemals! Ich hab's von hier gesehen, es war nichts. Warum musst du es zurückgeben? Das ganze Stadion pfeift, Freunde! So laut war es noch gar nicht seit Beginn des Spiels. Und es ist auch komplett übrigens noch ausverkauft. Schieß daneben jetzt! Halt ihn ab! Bull! 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 Ey, Mann! Ja, chillt mal, ihr habt nicht gewonnen! Ja, was ist das? Hey! Hey! Buddha! Mach dir eine kleine Frechheit, du freust dich so. Ich nehme dich nicht mehr mit. Es gab genug Chancen für 2-0 und Barca muss aber trotzdem die eigene Nase fassen, dass sie wieder nicht nachlegen. Wir wollen doch nicht so das Jahr beenden, Digga, mit einem 1-1. Come on! Hey! Warum gibt es jetzt gelbe Karte? Das war doch keine Schweine! Hey, was macht der? Ey, ich schwör's euch, das ist die 10. gelbe Karte oder so. Was ist denn mit ihm? Fuera! Jetzt kommt auch das erste Mal so richtig Derby-Stimmung. Rot! Ich hab's verpasst. Leute, es ist Spiel unterbrochen. Er gibt wieder eine gelbe und noch eine rote. Ich weiß nicht, was mit diesem Schiri los ist. Ich raste gleich so aus, Digga. Für was denn, Mann? Die Spieler sind selber fassungslos. Was ist denn mit ihm? Jetzt sind wir in Unterzahl, letzte Viertelstunde. Das ist doch kein Zufall mehr bei dem Schiri, Leute. Warum darf der überhaupt noch ein Spiel pfeifen? Hey! Geil! Fuera! Ah!
rote Karte, noch eine rote! Was, dieses Spiel ist außer Kontrolle! Zwei rote Karten! Hast du gesehen? Gänsehaut? Zeig mal! Ja. Na komm schon, du Mann! Wir sind jetzt sogar in Überzahl! 10 gegen 9! Noch eine gelbe! Der hat nichts unter Kontrolle, aber okay! Zwei rote jetzt für Espanyol! Guck mal, was da unten los ist, ey! Die drehen alle durch da unten! Von 4 von 10 Stimmung sind wir jetzt auf eine 9,5 von 10. Geht's Kuhkass ab. Gelb-Rot, Gelb-Rot, Rot. Ja moin. Was zum Teufel guckt er sich jetzt auf den Bar an? Rafinha ist auch extra aufgestanden, macht auch mal kurz einen Blick dahin. Noch eine Rote! Das gibt's nicht! Hä? Wird die Rote zurückgenommen? Die Rote wurde zurückgenommen! Niemals! Okay, ich glaube doch nur eine Rote, also spielen jetzt 10 gegen 10. Ey, was für ein Hackmack, es wird so viel Nachspielzeit geben. Es gibt 9 Minuten Nachspielzeit nochmal. Come on jetzt. Pedri mit ein bisschen Platz in der Mitte. Ja. 5 Minuten vielleicht noch. Eine Chance, 2 Chancen. Wir sind bestimmt noch drin. Oh, Xhaka, erster Kontakt. Da ist Emily Renn, Junge. Keine Notbremse, aber er ist da so schlimm reingegangen, ohne Rücksicht auf Verluste. Der hätte ihn echt schlimm verletzen können. Junge! Letzte Aktion des Spiels. Bringt sie rein, Jungs, die Flanke. Das war's. Er pfeift ab. Warum muss ich jetzt noch mal am letzten Tag des Jahres so gebrochen werden? Egal, Leute. Matti und ich genießen jetzt noch Silvester in Barcelona. Wir drehen, wie gesagt, noch einen zweiten Vlog, was wir jetzt noch so machen in den nächsten 2 Tagen. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Der letzte Stadionvlog des Jahres.